Stimmung, ein bisschen Stimmung für die Kampfente von Verdi. Möchtest du was sagen, liebe Ente? Nur ein Satz, das geht noch lauter. Lass die Leute merken, dass wir streiken. Er hat gesagt, lass die Leute merken, dass wir streiken. Das werden wir und nicht nur heute. Wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befinden uns im Warnstreik und können auch in den Arbeitskampf treten. Wir kämpfen ja nicht nur für unsere Löhne, sondern solidarisch auch für die Beamtinnen und Beamten und fordern die inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses. Weshalb es jetzt so wichtig ist, dass auch Beamtinnen und Beamten sich solidarisch beteiligen, hören wir jetzt von der Kollegin Barbara Schön. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mehr an den Mund ran, sagst du. Okay, einige Beamtinnen und Beamte habe ich schon gesehen. Ich gehöre ja auch zu dieser Gruppe. Und natürlich dürfen wir nicht streiken. Das wissen wir ja jetzt höchstrichterlich seit dem letzten Jahr. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir natürlich solidarisch sein. Und deshalb bin ich heute hier zusammen mit anderen, die in diesem Statusamt sind, und zeige, dass ich auch daran interessiert bin, dass mein Lebensunterhalt sich verbessert. Berlin bezahlt, wie wir wissen, von allen Bundesländern und von allen Behörden sozusagen seine Beamtinnen und Beamten am schlechtesten. Wir sind seit Jahren ziemlich weit hinter allem her, was in anderen Bundesländern schon längst Standard ist, übernommen wurde oder sonst wie. Deshalb ist es wichtig, dass wir als Beamtinnen und Beamte auch fordern, so wie es Verdi auch unterstützt, dass die Ergebnisse, die erzielt werden, zeitgleich für uns übernommen werden. Zeitgleich, das ist schon mal ganz wichtig. Und je höher das ausfällt und vor allen Dingen auch zu 100%, also nicht nur irgendwie 1% oder 2%, sondern wir wollen die Übernahme des tatsächlichen Ergebnisses. Und wie ich gehört habe, soll der Senat beschlossen haben, dass das auch tatsächlich passieren soll. Unter Umständen sogar noch 1% drauf. Das wäre natürlich super. Allerdings müssen wir dann auch mal wirklich Farbe bekennen und solidarisch sein mit den Streikenden und auftreten bei den entsprechenden Kundgebungen, damit der Senat auch weiß, dass es uns ernst damit ist. Ich kann euch also nur animieren, als Beamtinnen und Beamte seid dabei, wenn es darum geht, euch solidarisch zu zeigen. Kommt dazu, wenn es Kundgebungen gibt, zeigt, dass ihr da seid und nehmt noch ein paar mit von eurer Sorte. Das wäre das, was ich dazu zu sagen hätte. Ansonsten wünsche ich uns jetzt noch ein bisschen Spaß mit der Ente. Bedient euch hier unten mal so ein bisschen bei den Spielen, macht vielleicht ein bisschen mit, trinkt einen Kaffee und habt Spaß. Bis dann. Schönen Dank, Barbara. Also, liebe Beamtinnen und Beamten, ich will ja nicht sagen, gehen A hoch und unterstützt die Kolleginnen und Kollegen, die sich dann im Streik befinden. Gemeinsam sind wir stark und wir sind es alle gemeinsam wert, alle Berufsgruppen unserer Verwaltung. Jetzt machen wir mal so ein bisschen, hier steht ja auf den Plakaten und auf der Wohnzeitung was. Die Steuereinnahmen sprudeln, da sind doch 6% und mindestens 200 Euro leicht machbar. Teilt ihr das? Sind 6% oder 200 Euro leicht machbar? Dann macht mal ein bisschen Rabatt jetzt hier, damit die uns auch drin hören, die Kolleginnen und Kollegen. Ihr findet bald keine Arbeitskräfte mehr, wenn ihr die Löhne nicht angleicht und höhere Löhne anstrebt. Und wir alle wissen, wie schwer es mittlerweile ist, neue Kollegen und Kollegen für unsere Verwaltung zu gewinnen. Das wissen nicht nur die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, das wissen auch die Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel im Sozialamt, in der SE, Facility Management, eigentlich spüren wir überall, wie unattraktiv mittlerweile dieser öffentliche Dienst ist. Und alle jammern darüber, insbesondere auch unsere Politikerinnen und Politiker in dieser Stadt. Und wenn sie dann endlich mal aufhören zu jammern, dann muss man sagen, dann sollen sie auch uns so bezahlen,
dass wir es wert sind und dass wir dann auch in der Lage sind, neue Kolleginnen und Kollegen für unseren Bereich zu gewinnen. Denn wir sind es wert.